Verstrahlte Grüße, meine werten Ödländer, und willkommen zurück zu einer weiteren frisch radioaktiv verseuchten Folge Fallout 76. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und natürlich wie immer erstmal ein dickes Dankeschön für eure Likes und Bewertungen in der letzten Folge. Doch allen voran für eure Aufmerksamkeit für dieses nukleare Killerprojekt der atomaren Zerstörungskraft. Willkommen zurück hier beim Whitespring Bunker. Modus verlangt nach uns, denn wir haben vor kurzem zum Ende der letzten Folge, haben wir für ihn eine Aufgabe erfüllt, denn jetzt ist er Teil des großen Appalachian-Netzwerkes und hat Zugriff auf vielerlei Spielzeuge. Unter anderem kann er uns jetzt per Raketendrop oder per Abschusskapsel kann er uns Care-Pakete schicken, und unter anderem kann er uns so auch Orbitalschläge, ich glaube es kaum, aber er kann uns tatsächlich Orbitalschläge zur Verfügung stellen. Bin sehr gespannt, wo ich mir davon neu holen kann. Einen habe ich noch in der Tasche und dann habe ich noch so eine komische Scanner-Granate bekommen gehabt. Echt cool. Ich bin sehr gespannt, was es als nächstes gibt. Ich hätte nicht gedacht, dass da jetzt noch so viel Equipment auf mich zukommt, was ich nicht mal ansatzweise kenne. Nicht mal in Sachen Fallout. Hallo, könnt ihr mal bitte mal kurz die Tür aufmachen? Das wäre super gut von euch. Muss ich wieder selber machen. Das allererste Mal hat er mich hier gesehen gehabt. Und jetzt tut er gerade so, ne? Er tut gerade so, als ob ich hier, gar nicht mehr dazugehöre. Naja, gut. Verzeihen wir ihm mal. Vielleicht hat er auch gerade zu tun oder so. Ist auch möglich. So, das war dann hier lang, hier lang, hier lang. Guten Tag. Hallo. So. Gleich nochmal checken, ob wir eventuell hier wieder ein paar Gratis-Snacks bekommen. Nee, die gibt es tatsächlich nur beim ersten Mal. Und jetzt muss ich sie wahrscheinlich selber bezahlen. Ist der rum hier wenigstens? Nee, ist nur eine Bourbonflasche. Die ist leer, ne? Du weißt, was zu tun ist, Butler. So, Modus, wir sind wieder da. Altes Haus. Enklaven, Bro. Abstammung imstande wäre, unseren Interessen zu dienen. Sollen das heißen? Wir sind auf jeden Fall angenehm überrascht. Sie sollten wissen, dass wir Sie als Mitglied gelegentlich um Hilfe bitten werden. Natürlich erhalten Sie für derartige Anstrengungen auch eine entsprechende Entlohnung. Wir schreiben eine Auszahlung von... was auch immer dort oben mittlerweile als Währung verwendet wird, Ihrem Konto gut. Nice! Davon abgesehen, können Sie den Bunker nun erkunden. Endlich! In unserem Produktionszentrum stehen verschiedene Waren zum Erwerb bereit. Ebenso in der Krankenstation und dem Wissenschaftstrakt. Wir glauben, dass besonders unser Militärtrakt für jemanden mit ihren Fähigkeiten von Interesse sein dürfte. Der vollständige Zugang erfordert jedoch ein wenig Eigenwerbung. Aber wir wollen Sie nicht länger aufhalten. Willkommen, Mitglied, in unserer kleinen Enklave. Wow. Was soll ich denn mit einem Raketenwerfer? Du bist überladen. Dankeschön. Fotomodus Feature freigeschaltet. Fotorahmen, die Enklave. Oh, 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 oh. Bunkerbrecher, 20% mehr Schaden. Naja, das ist natürlich schon nicht schlecht. Quest begonnen. Offizier an Deck. Nice, sehr schön. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass hier noch einige Quests auf uns warten werden für die jeweilige Station. Cool. Aber erstmal checken, was wir bekommen haben. Der Raketenwerfer ist schon nicht ohne. Aber ich bin nicht... das ist auch... Das Ding wiegt 43. Ich würde es am liebsten gleich verkaufen. Na, weil ich sowieso nicht der allergrößte Freund halt nach wie vor von Sprengstoffen bin. Und gerade der Raketenwerfer, ne... Das muss ja nicht sein. Aber wir haben auch irgendeinen Bauplan haben wir gerade bekommen. Mal gucken.
Vorschlag haben. Was? Okay, schwere Rakete mit Stacheln, natürlich. Was sonst? Aber wie gesagt, ich kann jetzt hier natürlich jetzt nicht maximal überladen durch die Gänge ziehen. Wobei, vielleicht, eventuell haben wir ja Glück und da gibt es auch einen Verkaufsroboter. Das wäre ziemlich cool. Ist eigentlich gar kein Unding, ne? Kann ich so zumindest jetzt hier... Ja, ich kann, sehr schön. Und ich werde auch gleich mal was trinken, denn wir haben ja auch jede Menge Wasser bekommen, ne? Das kostet natürlich auch ordentlich Tragekapazitäten. Yay! Pemmican, was? Was war denn das nochmal? Ist das Dry Meat oder sowas? Ja, irgendwas zu essen. Mal reinbeißen. Ja, nicht schlecht. Okay, aber wir können jetzt zumindest erstmal hier sehr schön und sehr detailliert den Whitespring Bunker erkunden. Deswegen sind wir ja eigentlich hier. Damit wir hier dann alles über die Serien erfahren können. Schön. Einfach nur schön hier. Kitchen. Gleich mal gucken. Na, was habt ihr denn hier schönes? Klingenkorn? Nein, nein, nicht heute. Dem geht's hier nicht so gut. Sanitäter! Sanitäter! Kochen können wir hier also auch. Sehr schön. Na? Lässt du mich raus? Freund Blechdose. Vielleicht werden wir auch hier wieder bedient. Eine Sekunde. Ich muss das ausprobieren. Wollen wir doch gleich mal gucken. Kann ich mich hier hinsetzen? Na, ich setze mich mal hier hin. Ich kann mich gar nicht hinsetzen. Okay, alles nur Fassade. Sieht aus wie so ein Stück... Weiß ich nicht. Ein historisches Museum. So sah früher ein Diner aus. Oder, naja, ein Restaurant oder so. Café-Terminal benutzen. Ja, da bin ich mal gespannt. Ne? Willkommen im Café-Hauptmenü. Aufgrund von höherer Gewalt musste das Angebot gestraft werden. Bitte folgen Sie eine der folgenden Optionen. Salisbury Steak. Verpflegungsration Rindereintopf. Daten verloren. Verpflegungsration Barbecue-Hühnchen. Ganz ehrlich, ich würde mich wahrscheinlich für den Rindereintopf entscheiden, weil ich weiß, dass Salisbury Steak ist so ein Industriesteak und das kann keine gute Sache sein. Generell alles, was irgendwie mehr als 5 Zutaten hinten auf der Verpackung stehen hat, ne? Da sollte man immer ganz genau hingucken, was für Zutaten das sind. Und, naja, aber es ist ja auch eine Verpflegungsration. Da werden auch jede Menge Konservierungsstoffe drin sein, damit das eben auch so ein Leben lang in so einem Bunker quasi übersteht. Egal, ich entscheide mich für den Rindereintopf. Schade. Wow. Dann eben das für das Barbecue-Hühnchen. Schade. Doch für das Salisbury Steak? Okay, alles klar. Lange Rede, gar keinen Sinn. Wir machen weiter. Haben wir sonst noch was wir hier mitnehmen können? Oh oh. Den muss mal hier einer wegpacken. Der macht heute früher Schluss. Oh, das wird hier noch so richtig schön weitläufig. Gefällt mir. Auf jeden Fall. So eine richtig schöne Bunkeranlage. Sieht so ein bisschen aus wie die Lobby von Nuclear Winter. Oh Mann. Wir bleiben aber erstmal hier schön. Auf dieser Ebene. Und da haben wir schon mal eine Stashkiste von uns. Das ist nicht verkehrt. Hallo, Modus Produktionsterminal. Handeln, ja! Sie befinden sich momentan im Produktionszentrum des Bunkers. Hier werden Ausrüstung, Werkzeuge, Rationen und alles Sonstige hergestellt, was Sie zum Überleben in der Hölle da draußen gebrauchen könnten. Okay, dann lass mal gucken, was du so am Start hast. Wow, fangen wir doch erstmal ganz klassisch an. Waffen, automatisch, Enklaven, Plasma, Pistole für 176 Kronkork. Nein, nein, nein. Ich habe sowieso gerade nur aus Testgründen habe ich gerade das Plasmagewehr dabei. Kleidung. Speerausrüstung. Was kann das Ding denn? Schadensresistenz 25. Was haben unsere Sachen so drauf? Naja. Brauchen sie nicht verstecken, ne? Ich verkaufe mal jetzt das Roboterbrustteil mit
Taschen. Was haben wir? Standhaft, ne? Du bist beim Schleichen schwerer zu entdecken. Ist mir wichtiger, auf jeden Fall. Sicherlich kann ich da selber später noch Taschen ranbauen. Darum brauche ich das jetzt hier nicht mit uns rumschleppen. Nein, nein, nein. 4 Kronkorken, bitteschön. Marineausrüstung verstärkt. Auch nur Schmu-Schmu. Danke, nein. Haben wir noch irgendwelche Waffen zu verkaufen? Ja, den Bunkerbrecher. Oh, da kriege ich aber keine legendären Dollar, ne? Das ist schon traurig. Ich könnte das Ding für 27 Kronkorken verkaufen, aber mache ich nicht. Ich will lieber die legendären Dollar. Ansonsten ist das nämlich ziemlich schwer, die zu bekommen. Speerrüstung. Sieht schon cool aus, aber es hat halt keine Spezialattribute. Und die überwiegen für mich nun mal. Red Axe verdünnt. Ja, sehr schön, aber nicht so viel, ne? Verkaufen wir ein bisschen ab. Aufbereitetes Wasser werden wir noch verbrauchen. Ansonsten haben wir gar nicht mehr so viel, ne? Verdammt, nur noch 3 Stimpaks. Wir sollten mal wieder ein paar verdünnen. Sehe ich gerade. Mantels können aber weg. Calmax. Ja, das benutze ich sowieso nicht so wirklich. Naja gut, wobei, ich sehe hier gerade plus 15% Schleichangriffe. Ich weiß, ich habe das schon sicherlich ein paar Mal gelesen, aber für so einen ultimativen Killerschuss aus höchster Distanz eigentlich echt eine gelungene Droge. Cram. Ah, das werde ich wahrscheinlich noch brauchen. Unser Essen geht langsam aus. Okay. Sehr schön. Baupläne kann ich dir nicht verticken, ne? Hast du ein paar coole Baupläne? Behandeltes Futter, Agentenunterwäsche, verbessert Stärkung und Wahrnehmung. Ja, habe ich schon. Die Raider-Variante aber. Bauplan, Terminal, Aufklärungssensoren. Wow, du hast auch eine ganze Menge, sehe ich gerade. Ziemlich coole Mods für die X01. Tesla-Spulen, Matrix, Lackierung. Eieieiei. Und das kostet alles. Was das alles kostet? Glasfaseroptik, Kristallscherben und jede Menge Stahl. Karsten Stahl. Kampfrüstungsbeinmod. Ja, weg damit. Weg damit. Das wiegt 1, aber hier gibt es offensichtlich keine Seren. Warum auch immer. Dann gibt es die wahrscheinlich unten bei den Laboren. Stealthboy MK3, wie bitte? Unsichtbar für 90 Sekunden. Wow. Nicht verkehrt. Brauche ich trotzdem nicht. Na gut, dann wären wir auch hier soweit durch. Aber ich bin immer noch überladen. Aber das wird sich schon noch regeln. Ist alles das gleiche Angebot, oder? Mein Freund? Ja. Eben, ne? Kristallscherben? Müssen wir mal im Hinterkopf behalten. Der Raketenwerfer kann eigentlich... Nee, den werde ich lieber, wenn ich das nächste Mal an der frischen Luft bin, werde ich den schön bei der legendären Händlerin verticken. Habe ich noch Krimskrams oder so? Nein, alles klar. Wow, überall Stashkisten. Wir haben ein neues Zuhause. Yay! Ach, Herr Jemine. So viele Ecken hier, wo sich cooler Kram verstecken kann. Da kann ich mich gar nicht satt sehen. Es sieht aus wie so eine große Wäscherei hier. Ne? So ein bisschen wie die Wäscherei bei Breaking Bad. Ihr wisst schon, über dem Labor. Mehr sage ich nicht. Für alle, die die Serie noch nicht geguckt haben, ne, möchte ich auch gleichzeitig als Hausaufgabe aufgeben. Zum nächsten Mal sind die 5 Staffeln alle weggeguckt. So, aber egal. Back to business. Hallo, Mr. Gutsy. Von hier aus wird der gesamte Bunker gesteuert. Mhm. Sie nicht auf dumme Gedanken. Würde ich niemals, das weißt du. Mr. Handy-Treibstoff. Kann ich nicht verticken, ne? Nee, kann ich sicherlich nicht verticken. Oh Gott. Ich will auch nichts klauen oder so. Wobei, so wirklich klauen... Oh, oh Gottes Willen. Ich dachte, der geht uns jetzt an. Würde ich mich hier nicht wundern. Hallo, na mein Großer, alles klar? Ja. Was kann ich denn dafür, dass ihr keine Fußmatte draußen habt? Was ist das hier eigentlich? Das sieht sehr cool aus und auch sehr, sehr einzigartig. Also dieses Environment habe ich noch nie gesehen gehabt bisher in Fallout 76. Und warum ist das eine da rot? Das hat doch sicherlich eine Bedeutung. Bleibt es rot?
Ist es so eine Art Countdown? Stopp, eine Sekunde. Reagenzglas. Ich brauche ein Reagenzglas, ne? Jawohl, endlich. Opossum Chemie. Fortsetzung folgt. Die Aufklärungspistole kann ich gleich noch verticken und den Schlagstock auch. Gibt ein paar Kronkorken. Da bin ich inflationär, ganz ehrlich. Ich ziehe mir einfach alles rein an Waffen, wenn ich in der Nähe von einem Verkäufer bin. Aber mehr gab's nicht, ne? Sehr schön. Wir haben das Reagenzglas. Und dann müssen wir noch Fotos schießen. Und alles andere machen wir dann halt eben später. Ich muss auch mal wieder gucken. Ich glaube, ich könnte schon wieder Server-Hopping betreiben. Aber da möchte ich dann nächste Mal so ein bisschen konsequenter sein. Da setze ich mir auf jeden Fall so ein Limit. Und das kann ich aber auch nicht allzu oft machen. Also das war schon das letzte Mal. Also trotzdem, auch wenn es dann im Prinzip im Vergleich zum vorangegangenen Vorgehen in Sachen Explo-Mittelkisten war das auf jeden Fall schon wesentlich schneller. Aber trotzdem, da muss ich mich dann auch so ein bisschen durchbeißen. Aber es ging ja dann auch. Im Nachhinein habe ich es mir angeguckt gehabt, so nebenbei. Und war ja okay, wenn das so halbwegs geschnitten ist. Dann hat es wenigstens so ein bisschen wenigstens einen Ablauf. Oh, eine Explo-Mittelkiste. Wenn man vom Teufel spricht. Egal. Davon haben wir erstmal genug gesehen. Keine Panik, allzu bald mache ich das aber auch nicht. Das können wir ja noch eine ganze Weile vor uns herschieben. Wo ist denn jetzt nochmal der Produktionsterminal? Ich will Kram verkaufen. Ich habe Waffen. Waffen. Wer braucht Waffen von euch? Wo ist das denn jetzt bitte? War das hier? Robotics? Nein. Okay, das ist hier. Das ist jetzt alles, weil ich nicht wirklich rennen kann. Oh, und jetzt wird es noch schwieriger. Ich pack die Rüstung aus. Es reicht. Es reicht. Genug. Einsteigen. In die noch nicht ganz materialisierte Powerrüstung. Physikalisch fragwürdig, aber trotzdem sehr, sehr hilfreich. Wo ist denn bitte der Roboterstand, wo ich gerade den Kram vertickt habe? Und wo geht's hier hin? Nach Appalachia? Wie bitte? Nach Appalachia? Das muss ich mal kurz nachprüfen. Ich hoffe, ich komme wieder rein. Nicht, dass das so ein, weiß ich nicht, so eine Einbahnstraße ist. Eine türische Einbahnstraße, die zwar rausführt, aber nie wieder rein. Wobei ein Schnellreisepunkt jetzt in die untere Abteilung gar nicht so verkehrt wäre. Ja, ne? Na los. Spann uns doch nicht weiter auf die Folter. Wow, was war das gerade? Whitespring Personaleingang. Ach, jetzt weiß ich, wo ich bin. Ach, Herr Jemine, sehr schön. Das ist cool. Mit wem soll ich sprechen? Mit Modus im Militärtrakt des Bunkers. Ja, das machen wir dann. Gut zu wissen. Also hier kommen wir definitiv dann schneller in die unteren Bereiche und sparen uns den Umweg über die große, schwere Tür. Wieder was dazugelernt. Wieder was dazugelernt, was uns den Ablauf, den weiteren Ablauf hier im Whitespring Bunker. Right, ich meine natürlich White. Ist aber auch schwierig. Um einiges erleichtern wird. So. Was? Stopp. Was ist denn hier passiert? Das war gerade ganz merkwürdig. Produktion. Wir sind noch auf der richtigen Etage. So langsam wird es wirklich lächerlich. So langsam aber sicher. Aber ich glaube... Ah, ja, mein Gott. Weißt du, wie lange ich dich gesucht habe? Hol dir mal so einen kleinen Wimpel oder sowas. Der so hoch hier oben hängt. Rot leuchtet vielleicht, so eine kleine Fahne. Das wäre super. Hat sich voll gelohnt. Und hier noch ein Schlagstock. Ein Glück habe ich dir den gerade verkauft. Zwinker, zwinker, kicher, kicher. Ja, und der Bunkerbrecher muss halt weg. Der stresst mich ungemein. Aber nun gut, wir erkunden weiter diesen wunderbaren Bunker. Wo waren wir denn jetzt schon überall? Da waren wir schon. Robotics waren wir auch. Das war eine Einbahnstraße. Wir müssen jetzt wahrscheinlich über die Treppe, ne? So ein bisschen über die Treppe. Oder hast du mir noch was Schönes zu erzählen? Von hier aus sieht alles normal aus.
Sehr schön, weitermachen, Soldat. Geleitete Meditation. Nee, das machen wir nicht, das haben wir schon gemacht. Klingt gerade mein Telefon. Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Okay, das war Produktion. Science Wing. Ich glaube, hier sind wir richtig. Science Wing Communications. Wow. Uns erwartet hier noch eine ganze, ganze Menge, sehe ich gerade. Echt krass. Aber erstmal rüber hier kurz zum Science Hallo. Wing. Hi. Und willkommen im Wissenschaftstrakt. Ich grüße dich.